sie ist die Königin des messerscharfen Wortes. Und jetzt schwingt sie ihre Klinge bei uns. Hier ist Desiree Nick. Desiree, du hast ja schon selber so einiges enthüllt. Heute geht's um dich. Du weißt leider nicht, worum es in dieser Pressekonferenz, die du ja selber einberufen hast, geht. Aber ich will dem Publikum schon mal zeigen, bitte, hier im Saal und auch zu Hause, was der Grund dieser Konferenz ist. Und ich wünsche dir viel Glück, mein Hase, und bitte die anwesende internationale Presse, glaube ich, um ihre ersten Fragen. Ja, Elton von Schlampen 2000, machen Sie das öfter? Na, hören Sie mal, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Teil von der Süddeutschen Zeitung, wie fühlen Sie sich denn? Das ist für mich Normalität. Also eigentlich fühle ich mich gar nicht besonders, weil ich fühle mich ganz einfach zu Hause. Glücklich. Bitte? Ja, ich weiß, danke, dass Sie mich aufrufen, ja. Hennes Bender von der Medien- und Zini-Wirtschaftsteil. Danke sehr, vielen Dank. Das ist ja schön, dass Sie an die Weltöffentlichkeit treten, aber weiß er davon? Na, sagen Sie mal, glauben Sie, ich habe Geheimnisse? Wir haben doch keine Geheimnisse. Das ist doch selbstverständlich, dass wir einvernehmlich uns jetzt dieser Pressekonferenz gestellt haben. Einvernehmlich. Müller von der Märkischen Volksstimme, ich habe mal eine Frage. Und zwar wollte ich wissen, war da Alkohol im Spiel? Nein, Alkohol nicht, aber andere Drogen? Tja, also chemische Substanzen. Ah. Nicht direkt Alkohol, aber wie gesagt, andere im weitesten Sinne Drogen. Das erklärt vieles. Wo hat es denn stattgefunden und wie ist dieser, ich gehe mal davon aus, es war ein Abend verlaufen, wenn Sie uns einfach mal ganz kurz beschreiben. Ja, also wir hatten das vorher schon geplant per E-Mail. Ja. Und ich habe ja immer wie üblich gegen Abend geduscht und gebadet. Und ich nehme ja auch immer mein Handy mit in die Dusche. Und da kam eine SMS, wo er sagte, du, ich bin jetzt soweit. Schön. Wie lange ging denn der Akt? Mussten Sie ihm noch irgendwas zeigen? Weil es ist für ihn ja auch nicht normal. Ja, ich musste mich vorher rasieren noch. Aber das haben wir mit einbezogen. Ich habe gesagt, du, mach du das mal. Er macht ja sowas dauernd. Nur mit Ihnen oder auch mit anderen Frauen? Na, ich glaube, mit anderen Frauen auch. Ist doch normal. Sabine Christiansen auch? Also ich glaube, mit Sabine Christiansen, da trinkt er eher. Aha. Warum gerade so ein hohes Tier? Also so ein, stehen Sie auf Macht? Na, ich mach's doch nicht umsonst, hören Sie mal. Also soviel ich weiß, hat er doch auch einen Lebensgefährten. Wie weit ist der denn schon informiert darüber? Ach, die können alle mitmachen. Ja, und in letzter Zeit lasse ich auch viele zugucken. Wissen Sie denn, was es wird? Junge, Mädchen oder, ich meine, es gibt ja drei Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ein, ja, es könnte auch etwas auf halbem Wege Steckengebliebenes werden, ne? Das glaube ich aber nicht, wenn ich mir den Typen so angucke, es wird wohl ein Sohn sein. Weil der Typ als solcher ist ja ziemlich testosteronlastig, ne? Ja. Ja. Ist er das? Es liegt ja am Mann, ne? Ja. Und da, ich kann ja nichts dazu beitragen. Und das ist gut so. Ja, und gut, also wenn Sie sich rasiert haben, fand ihr Ihren Bärli nicht so toll. Das ist er nicht gewohnt gewesen.
Dann wäre es schön, wenn Sie uns jetzt nochmal die Überschrift einfach diktieren würden, damit wir das dann nochmal für unsere Leser zusammengefasst haben. Ich glaube, Sie könnten schreiben, ich bekomme ein Kind vom Regierenden Bürgermeister. Ja!